Diese anhaltenden Kämpfe haben natürlich dafür gesorgt, dass Millionen Menschen ihre Heimat verlassen haben. Viele von ihnen sind Richtung Westen geflüchtet, oftmals zunächst nach Polen. Aber es sollen jetzt auch rund 2 Millionen Ukrainer aktuell in Russland sein. Dort heißt es natürlich, diese Menschen sind freiwillig gekommen, sie wollen in Russland leben. Auf der anderen Seite gibt es viele Berichte über Verschleppungen von Ukrainern. Wie muss man da dieses Bild jetzt einschätzen? Also diese Leute, der Großteil der Leute, die in Russland sich aufhalten, sind da, weil es aufgrund der Kampfhandlungen, der Frontverläufe und der schnellen Gebietsgewinne, vor allen Dingen im Südosten der Ukraine, keine andere Möglichkeit gab, in andere Regionen zu fliehen und sich der Kampfhandlungen zu entziehen. Sie sind zum Teil auch dann bewusst dorthin deportiert worden. Das ist ein Resultat der Besatzungsmaßnahme. Und ja, viele davon sind unfreiwillig dort oder ein sehr guter Teil davon ist unfreiwillig da. Es ist natürlich schwer zu sagen, wie hoch der ist, aber er ist erheblich. Es gibt ja auch schon von Seiten der russischen Zivilgesellschaft sehr verdeckt, weil das natürlich vom Regime versucht wird zu unterdrücken. Hilfsorganisationen, die versuchen, diese Familien ausfindig zu machen, auch zu schauen, Familien wieder zusammenzuführen, die durch die russischen Besatzer getrennt worden sind und ihnen dann die Ausreise zu ermöglichen, beziehungsweise sie über die Grenze zu schmuggeln nach Finnland oder ins Baltikum. Die Zahlen hier, die mit Hilfe von lokalen Russen hier geschmuggelt werden, die steigen. Und da hat man eigentlich dann, wenn man sich die Berichte dieser Leute anschaut, dann auch in etwa ein Bauchgefühl, warum die Leute in Russland gestrandet sind und warum sie wieder zurück wollen und wie sie wieder zurück wollen. Das ist in den westlichen Medien ein bisschen unterbelichtetes Kapitel zurzeit. Diese Fluchtbewegung, die gibt es durchaus. Und ich hoffe natürlich, dass der russische Staat hier die noch nicht so schnell unterdrücken wird können. Gustav Gressel, vielen herzlichen Dank für Ihre Analysen und Einschätzungen.